Geschichte fortsetzen. Halten wir uns nicht lange auf. Da kommen die Durmstrang und die Bubatore ist es, glaube ich. Medai Moody ist auch schon da. Und der Feuerkelch steht auch schon vor uns. Stimmt gar nicht. Das ist der Pokal, der vor uns steht, oder? Nicht der Feuerkelch. Den Pokal, den tötet er gerade. Oder ist das der Feuerkelch? Ich weiß es nicht. Jo. Alles klar. Kann man so machen. Was ein netter Auftritt. Madame Maxine. Sie ist ja irgendwie maximal dargestellt, ne? Das ist der Feuerkelch. Das andere ist Tatsache der Pokal. Einmal mit Alterslinie. Zack. Was für Trottel. Ja, in Hogwarts findet das Trimagische Turnier statt dieses Jahr. Wir werden uns also das Schloss mit anderen Schülern teilen. Ich würde sagen, nach dem Chaos und dem. Da wir haben, da wir nichts wirklich Besonderes dazugelernt haben, jetzt in der ersten Mission, würde ich sagen, gehen wir einfach direkt straight zur nächsten Unterrichtsstunde. Bei Professor Snape, so wie es aussieht, und wir haben Zaubertränke mal wieder. Ich würde sagen, wir beginnen damit einfach direkt und erkunden dann ein bisschen später das Schloss. Okay, wir lernen, wie wir einen Alterungstrank brauen. Weil man hat ja gerade schon gesehen, dass es die Alterungslinie ist. Okay, da geht's raus. Da will ich mal noch nicht raus. Was passiert, wenn ich das hier voll mache? Geht das voll oder passiert immer das gleich? Okay, da muss ich irgendwie mehr Wasser dran. Mehr anschließen. Das ist ja nicht so das Problem. Was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir was für. Nur Charaktere mit Bart können. Was? Wir lernen, wie wir uns einen Bart zaubern. Aber ja, okay, wahrscheinlich, weil die Linie dann denkt, dass wir mit Bart älter sind. Finde ich, by the way, auch sehr interessant. Achso, die haben das, was ich brauche. Okay. Ich kann übrigens auf dem Aquarium mit den Piranhas stehen. Ohne, dass sie mich angreifen. Hermine, einmal dein Einsatz. Ich weiß, ich habe aber das Bücherregal gesehen. Einmal bitte hier. Komm, interagier damit. Komm, schaffst du. Unten, unten, oben, oben. Unten, unten, oben, oben. So. Du bist mir wahrscheinlich wieder im Weg hier. Was haben wir denn hier noch alles? Kann ich den Kuchen? Nein, kann ich nicht. Dann wechsle ich mal zu dem guten. Ach, du hast das ja nicht mehr. Oh, Mann. Du kannst dich unsichtbar machen. Ich glaube nicht, dass. Kannst du da auch rein? Bis jetzt konnte das ja nur. Boah! Tatsache. Eine Katze, die Wände hochgehen kann. Ach so ist das. Okay. Warte mal, dann zurück und runter und wieder hoch und hierher und dann dahinter her und dann. Moni! Punkte! Dann gehen wir hierher.
lassen den Vogel mal frei. Ach so, und jetzt muss ich das. Mach doch bitte nicht so einen Quatsch hier. Und jetzt. Ja, genau, und jetzt kann ich mir das holen, weil jetzt die beiden Fische das nicht mehr. Weil die Piranhas die Bananen nicht mehr essen wollen. Okay, also wir arbeiten mit Bananen heute. Sehr interessant. Die Banane haben wir schon mal. Ich wusste gar nicht, dass es dazu gehört, dass man eine Banane in den Trank reintut. Okay, gut. Aber ich bin ja auch kein Sauerer. Beziehungsweise ich warte bis heute noch auf meinen wirklichen Brief. Der kommt bestimmt irgendwann an. Nur mit Bart, bla bla bla. Was haben wir denn hier noch Schönes? Da haben die beiden eben vorgestanden. Hier haben wir nichts mehr. Können wir aufmachen? Das ist das andere Ding für das Wasser, ne? Perfekt. Können wir das gleich machen? Ich möchte aber eben erst, ich wollte gerade sagen, hier nochmal gucken. Ich bin ja hier ein. So, dann drehen wir die Hörner nach vorne. Haben wir noch ein Bücherregal? Für die gute Hermine. Oben, oben. Ja, okay, das ist halt literally nicht so schwer eigentlich, ne? Was basteln wir denn jetzt Schönes? Wir basteln ein Labor. Okay, dann würde ich sagen. Jetzt mal trotzdem erstmal hier. Ja, okay, so spannend ist es jetzt nicht, hier drauf rumzuhüpfen, aber es hat funktioniert. Um an die Pflanze zu kommen, die wir benötigen, jetzt brauchen wir noch eine Schlange. Ja, ich gehe mal davon aus, es soll eine Schlange sein. Mal gucken, was aber denn hier Schönes. Okay. Achso, wir haben hier jetzt so. Achso, ich muss jetzt Farben mischen. Okay. Dann hätte ich gerne einmal das Gelbe. Also, das kann ich jetzt nicht machen wegen der. Okay. So, dann als nächstes einmal Rot und Gelb. Damit haben wir dann das Orangene. Okay. Und dann noch einmal bitte Gelb und Blau. Erst Blau, ist auch okay. Und dann noch einmal. Gelb. Dann haben wir meine Lieblingsfarbe. Grün! Und damit die Schlange-Tatsache. Interessant. Gemacht, nett gemacht, finde ich. Und damit haben wir erfolgreich unseren Alterungstrank gebraut. Und können jetzt mit diesem in den Alterungskreis gehen. Nee, ich möchte zurückgehen. Weil ich wollte gerade sagen, da waren ja noch Punkte drin. Die habe ich gesehen. Können wir uns mal eben hier. Oh Gott, ich kann mich ja, wenn ich alt bin, noch ganz langsam bewegen, auch nur noch. Ja, gut. 3 Jahre später. So, ich weiß, ich möchte mich trotzdem hier nochmal umgucken, jetzt nach der Unterrichtsstunde.
Da geht's raus und ja, okay, gut, hier ist nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, manchmal verändert sich ja vielleicht noch was, aber hier hat sich jetzt scheinbar nichts verändert. Dann können wir jetzt einen Alterungstrank brauen. Ich würde sagen, aber dass wir immer noch irgendwie nicht so lange warten und direkt einfach weitergehen. jetzt müsste ja die große Halle kommen. Nochmal. Habe ich das Rote übersehen letztes Mal? Machen wir mal eben fertig. Und der Feuerkelch, die Zeremonie beginnt. Wer ausgewählt wird für die Häuser, das ist einmal Viktor Krumm, Fleur de la Cour und Cedric Diggory. Ja, und wer hätte es nicht geahnt, Harry Potter, der so richtig keinen Bock hat. Auch im Film hat er sich da ja überlegt, nicht aufzustehen, sich nicht zu zeigen. Hagrid hat uns zugewunken, ich gehe davon aus, wir sollen nach Hagrid gehen. So, jetzt ging mir das alles ein bisschen schnell schon wieder hier. Bin auch in der großen Halle. Ich wollte mich jetzt hier nochmal umgucken, weil hier könnte ja jetzt rein theoretisch wirklich was anders sein. Hier ist aber nichts anders. Das heißt, auch hier gibt's noch nichts Neues für uns zu tun. Das heißt, wir gehen auch hier erstmal wieder raus. Ja, und gehen dann mal nach Hagrid, der uns ja zugewunken hat. Und gucken mal, was der von uns möchte. Den Slytherin habe ich mir jetzt in der Winkelgasse, habe ich jetzt, müssen wir uns noch holen, damit wir in den Gemeinschaftsraum auch noch reinkommen dieses Jahr. Den habe ich nicht vergessen. Also außerhalb einer Mission, wir waren ja schon einmal in einer Mission drin. Aber ich möchte gerne den auch noch mal in den Gemeinschaftsraum der Slytherin gehen, wenn wir dort gerade keine Mission haben. Irgendwann komme ich auch da oben dran, wenn ich will. Ich glaube, das hätte ich im ersten Jahr machen können, als hier noch die Besen waren, aber das habe ich ja irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht gemacht. Ja, dann gehen wir mal zu Hagrid, mal gucken, was der uns zu sagen hat. Moment mal, was war das? Was ist da gerade passiert? Wurde ihm da gerade eine Blume auf den Kopf gezaubert? Ach, das ist Madame Maxime hier, okay. Ja, dann gehen wir erstmal zu Hagrid. Und gucken, was der uns zu sagen hat, nachdem wir für das Trimagische Turnier ausgewählt wurden. Obwohl wir uns nicht angemeldet haben. Oh, Hagrid. Der Blick von ihm. Oh, ist dann nicht schlimm, wenn er verknallt ist. Ein Drache. Die erste Aufgabe des Turniers, die er uns zeigt. Und wir drehen erstmal komplett um und gehen erstmal in eine ganz andere Richtung, weil was interessiert uns schon Drachen? Okay, nach Lampen Ausschau halten. Da stand nur 1 von 9. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Das heißt, wir gucken, dass wir diese Lampen nicht verpassen. Das wäre ärgerlich.
mal, hier kann ich doch was machen. Eine Murmelbahn. Okay, ich kann da nicht durch. Okay. Ich hab's verstanden. Ich will halt nur nicht, dass das hier zu Ende ist direkt wieder. Das ist ja auch blöd. Also ich meine, ich will ja nicht hier direkt wieder überall durchrasen. So wie eben. Aber bei Feuer muss ich. Bei Feuer muss ich echt noch aufpassen. Das ist, immer nicht so ganz ohne scheinbar. Ach, das war ein Drachenei. Das heißt, wir haben eben bei Professor Snape auch schon ein Drachenei. Ja, ich sag jetzt mal. Gebaut ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, aber. Erschaffen, würde ich sagen, ist der richtige Ausdruck. Das ist ja mal auch nice. Dann könnte Hagrid ja jetzt rein theoretisch von uns das Drachenei. Wir wissen, wie wir Dracheneier erstmal machen aus diesen Farben. Wird Hagrid sich sicherlich freuen, wenn wir ihm so noch eine Norbert 2.0 zaubern oder so vielleicht, ne? Das könnte ja sein. So, dann wollen wir mal die Wichtel hier alle vernichten. So. Und mal gucken, was wir mal wieder bauen können, schönes. Ein Hebel für Hagrid. Okay, er kann nicht so viel zaubern, das heißt, wir benutzen ihn nur dafür. Ist hier noch irgendetwas, was ich vielleicht buddeln kann oder so? Ich möchte. Ich gebe ihm zweimal was. Oder dreimal vielleicht sogar. Ne, zweimal. Ich möchte natürlich möglichst viel mitnehmen direkt. Kommst du da dran? Jawohl, du kommst da dran. Du bist groß genug. Dann möchte ich jetzt da aber auch nochmal hier einmal das drehen, wenn die mir zweimal was geben. Das habe ich nämlich auch noch einmal gemacht. Ich wollte gerade sagen, okay, du gibst nur einmal. Aber in dem Moment kamen dann auch schon die Punkte heraus.